JP Performance über Depressionen, die 8 Millionen Euro und seine Kindheit. Let's go, gehen wir rein. Aber für die Zuschauer, die jetzt gerade hier auf YouTube dabei sind, möchte ich auch erstmal kurz erklären, wer du bist, wer hier gerade vor mir sitzt. Mein heutiger Gast ist Jean-Pierre Krämer. Er ist 40 Jahre alt, Autotuner und einer der bekanntesten... JP, absoluter Ehrenmann. Ich habe JP verfolgt seit... jetzt habe ich den Namen vergessen. Hier seit der Dings mit dem, wo er die Werkstatt hatte, noch mit dem Blonden. Wie heißt der nochmal? Ich habe die Videos von JP früher jeden Tag geguckt. Da war so vor 4 Jahren oder sowas. Sydney, genau. Mit Sydney. Seit PS-Profis-Zeiten habe ich JP geguckt. Und dann, als ich so selbst mit YouTube angefangen habe, habe ich dann so aufgehört, ein bisschen die Videos zu schauen, weil ich halt irgendwie dann auch so nicht mehr so dazu gekommen bin. Aber früher wirklich JP mit Sydney PS-Profis-Zeiten immer geguckt. So ein sympathischer Kerl. Und ich gönne ihm seinen Erfolg zu 1000%, weil es einfach ein geiler Typ ist. Wirklich. TV-Stars im Bereich Autos. Er ist Unternehmer und hat einen YouTube-Kanal mit mehr als 2 Millionen Abonnenten und insgesamt über 1 Milliarde Aufrufe. Aber lassen wir das doch alles mal beiseite. Ich hoffe, dass ich dich heute nicht zu sehr provozieren werde. Ich habe mir eingangs wirklich eine Frage gestellt. Und zwar weiß ich ja, dass du 40 bist. Jetzt weiß ich. Zurzeit zum Beispiel, was ich interessant finde, Thema Work-Life-Balance. Bei ihm war es zum Beispiel so, dass er vor Corona viel Stress hatte und dann durch Corona das Ganze ein bisschen so abgebremst hat. Ne? Wahrscheinlich halt weniger Aufträge, er konnte sich mehr Pausen gönnen. Bei mir zum Beispiel ist so, hat Corona mich eher, was Work-Life-Balance, ein bisschen rausgeholt. Also so vor Corona konnte ich halt, sag ich jetzt mal, mehr mein Leben balancieren, ne, mit Arbeit und Freizeit. Als Corona kam, war halt eher so dieses Work hier und Life hier, so, ne? So, was man sich in der Freizeit gegönnt hat halt. Ich meine, als Streamer ist halt so, durch Corona, jeder war daheim, das heißt, ich habe viel mehr gestreamt als davor und man konnte halt weniger unternehmen. Abends mal in ein Restaurant gehen, in eine Bar gehen, mal abschalten von der Arbeit, was echt gut tut. Immer diese Streamerei zu unmenschlichen Zeiten. Ich meine, ihr müsst euch das so vorstellen. Ihr als Zuschauer, ihr gönnt euch den Stream so und wenn ihr müde seid, so, dann, das ist so, ihr denkt euch so, ey, ja man, so hat gebockt, so den zu schauen und es ist ein Mausklick vor euch so entfernt. Ihr macht einfach den Tab zu und dann macht euer Handy aus und denkt so, ja okay, ich mache jetzt das und das und das. So. Aber ich meine, es sind ja trotzdem immer noch Zuschauer da. Jetzt ist ja nicht so, nur weil ihr jetzt rausgeht, dass ich jetzt den Stream ausmache. Ich stream ja trotzdem weiter, ne? Bis ich dann auch irgendwann keine Power mehr habe. Und deswegen, da muss ich zum Beispiel sagen, hat Corona, was Work-Life-Balance ist, mir weniger gut getan. Aber ich bin trotzdem zufrieden, weil ich ganz genau weiß, dass viele Leute durch Corona sehr, sehr hart gefickt worden sind. Und da auch, sag ich mal, was finanziell und so angeht, da sehr stark betroffen sind, negativ. Und ich bin da dankbar, dass ich einen Job habe oder eine Selbstständigkeit, die jetzt durch Corona nicht so krass betroffen ist. Ne? Deswegen alles cool. Aber jetzt mal so als Kontrast finde ich das interessant, dass er jetzt sagt, okay, so Corona hat ihm gut getan. Okay. Ist ein Unterschied nochmal. Aber wir gucken weiter. Hast du das so oft? Ja, er ist 40. Jean-Pierre ist 40. Wie alt bin ich? 40, glaube ich. 40. 40, ja. Nur, dass du es auch nochmal auf dem Schirm hast. Mhm. Ja. 39. Nicht 39. Nicht mehr 39, nein. Aber du bist auf dieser Plattform komplett, du fühlst dich wohl, das merkt total. Man. Intro, Freestyle, so, da gibt es keinen auf den Text gucken, wie bei mir gerade, sondern... Niemals. Niemals, eben. Wie bist du so zu dieser Person geworden? Wie sah das zum Beispiel in deiner Kindheit aus? Meine Kindheit war sehr, sehr schlimm, also sehr finanziell total schwach. Mutter, Vater nicht zusammen, Vater keinen Bock gehabt, Mutter aber auch keinen Bock gehabt eine Zeit lang. Also die hatten keinen Bock auf dich? Ja, genau. Keine Zeit, kein Bock. Ich dachte, die hätten aufeinander keinen Bock gehabt. Nein, das auch nicht. Ah, das auch nicht, okay. Das auch nicht. Eigentlich hätten alle gar keinen Bock auf nichts. Perfekte Voraussetzung. Finde ich auch. Du sagst es mit so einem Grinsen, aber also das ist schon hart. Ja, ich sag's deswegen mit dem Grinsen, weil es einfach ja auch nicht in meiner Macht ist. Und darüber, ich denke, ich habe absolut das Beste rausgemacht. Also besser hätte es nicht laufen können. Aber zurück zum Thema Kind.
da ja, alleine groß geworden, ne? Also in der Wohnung drin, ohne Möbel machen und tun und dann irgendwann mit 16, 17 ausgezogen. Ich habe selbst gekocht, so ab 12, 13 Jahre, 11, 12, 13. Mutter war dann eine Woche weg, mal 5 Tage. Ich wusste auch nicht, wie lange sie weg ist, sondern es lag immer ein bisschen Geld auf dem Tisch. Ich kann mich auch daran erinnern, dass teilweise das Geld auf dem Tisch lag und ich nicht auf den Tisch gucken konnte, sondern die Hand auf den Tisch ging und ich gezogen habe und dann den Schein erst erkannt habe. Mit wie vielen Jahren hast du dann bitte angefangen, genau, einzukaufen? Ich habe gekocht, also? Ich habe gekocht und habe den Wassertopf nicht gesehen. Das heißt, wäre mir der Topf in die Fresse gefallen, sehe ich erstmal auch geknutscht aus. Aber so war das einen großen Teil meines Lebens. Und dann bin ich halt auch relativ früh ausgezogen. Ich gehe schon davon aus, dass meine Mutter nicht ganz normal war. Und sie hat das versucht, was sie konnte. Und das ist das, was rausgekommen ist. Im Nachhinein die Vorwürfe jetzt so reinzuhauen, meine Mutter hat Selbstmord begangen. Ja, meine Mutter lebt nicht mehr. Boah, die krass. Ja, ja. Und das bringt keinem was, wenn ich da jetzt reinpump. Das bringt nichts. Also ich guck seine Videos schon. Also ich kenne, wie gesagt, JP schon so lange, also seine Videos natürlich, ne, ihn persönlich jetzt nicht, seine Videos schon so lange, ich habe das noch nie gehört oder mitbekommen. Also, ne, so, ich höre das jetzt zum ersten Mal, dass seine Mutter was Selbstmord begangen hat. Ich meine, der hat es ja auch nie so angesprochen in Videos, so private, sentimentale Themen. Da weißt du, man kennt ihn immer als lustigen Typen so, der die Leute einfach von Sekunde 1 an unterhält. Boah, Digga, ich finde krass, dass der das so... Man sagt immer, ja, heftig, wie er das so locker anspricht, aber so locker ist es vielleicht auch gar nicht. Beziehungsweise, wenn er es halt sagt, er will halt nicht mehr noch Kraft da reinpumpen, ne? Wenn du dich irgendwann mit so einem Thema einfach auseinandergesetzt hast oder beziehungsweise auch gar nicht mehr auseinandersetzen willst, dann kannst du das, glaube ich, auch leichter so sagen, als andere Leute sich das vorstellen könnten. Ich merke das oft, wenn zum Beispiel Freunde oder so, wenn wir mal so ein bisschen so unsere Runden haben, wo wir ein bisschen über ein paar Sachen reden, oder ich auch neue Leute kennenlerne und die dann irgendwie über was über mich ein bisschen ausfragen, so was Vater und sowas angeht, und ich da auch sage, so mein Vater zum Beispiel, der ist, also mein leiblicher Vater ist ja Italiener, ne? Aber der lebt ja nicht jetzt hier bei mir, ne? Also er lebt noch, klar. Aber der lebt in Italien. So, und dann hatte ich einen Stiefvater, der mich aufgezogen hat, so, ne? Der mich so erzogen hat, sag ich mal, ne? Großgezogen hat. Mit wie vielen Jahren? Seit der 4. Klasse, glaube ich. Seitdem an hatte ich keinen Kontakt zu meinem Vater. Und dann ist mein Stiefvater, also bei dem ich halt aufgewachsen bin, der ist dann vor drei Jahren ist er dann ausgewandert. So. Und jetzt hat quasi meine Mom einen neuen Mann. Und, aber so, ich hatte jetzt nie so einen richtigen Vater, so. Aber für mich ist das jetzt auch kein Problem, so darüber zu reden oder so zu sagen, weil so dumm es klingt, es juckt mich halt irgendwie nicht. Also ich weiß nicht, wie ihr das halt vielleicht empfinden würdet. So vielleicht, wisst ihr, so, ich kenne das jetzt halt nicht so unbedingt. Also ich will jetzt nicht sagen, mit Vater aufzuwachsen, sondern ich hatte ja immer einen Stiefvater halt. Ne? Aber so, es juckt mich halt auch irgendwie nicht so. Ich habe da, für mich war immer nur so meine Mom da und der Rest war mir auch relativ egal. Auch danach, so als dann mein Dad ausgewandert ist, weil der halt eine schwere Krankheit hatte, war es nochmal ein bisschen anders, ne? Das kann man jetzt nicht so sehen, wie man das jetzt so, sag ich jetzt mal, mitbekommt, wie ich das jetzt erzähle, so ja, hier Dad weg, Stiefvater weg und so. Das ist natürlich ein bisschen mehr auch dahinter, auch viel passiert und so. Deswegen interessiert mich das auch irgendwie gar nicht so. Klar denke ich das manchmal schade, so irgendwie, ich meine, ich besuche immer nur meine Mom. So, aber mein Dad, so, ich habe jetzt nicht unbedingt einen Dad, den ich jetzt unbedingt besuchen möchte. Klar, ich habe jetzt quasi den neuen Ehemann von meiner Mom, der super Typ und so auch, ne? Aber so irgendwie ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, okay, dass ich da irgendwie irgendwas vermisse oder so. Klar denkt man sich so als Kind oder so, als Jugendlicher wäre das geil,
wenn du da irgendwie beim Fußball oder so dann halt so dein Dad da halt hast, der da so sieht, was aus dir wird und so ein Quatsch halt, ne? Dafür war halt immer so mein Stiefvater da, der mich halt immer auf jedes Spiel gefahren hat und so, ne? Das war schon so, aber ich finde es, also ich verstehe ihn auch da irgendwie, wie er da so darüber redet, weil ich das genauso irgendwie, weil es für mich genauso ist, aber so, ich meine, Digga, bei Selbstmord, also wenn die Mutter, boah, Digga, das ist nochmal was anderes, ne? Wusste ich nicht. Das wusste ich wirklich nicht. Es tat mir leid, weil dass ein Mensch das tun muss, das war halt einfach das, was so verletzend war. Aber man muss sich überlegen, ich hatte ja keinen Kontakt mehr zu meiner Mutter seit unmenschlich vielen Jahren. Wirklich groß geworden als ein Mann, der familiären Kontakt hat, bin ich ja eh nicht. Mhm. Und somit war das traurig. Aber das war auch traurig, genauso wie wenn vielleicht Fabians Mutter gestorben wäre. Also das soll nicht respektlos klingen. Ich will nur nicht jetzt lügen und sagen, es war für mich ein ganz schlimmer Moment und so. Das möchte ich nicht. Also ich bin immer offen und ich empfinde das so und ich bin da sehr neutral zu. Und deswegen gebe ich es auch so wieder. Ich glaube, dass da einfach auch sehr viel passiert ist, was auch nicht aufgearbeitet wurde. Ne? In kurzer Erklärung würde ich sagen, war ich ein erwachsener Mann mit 12. Und habe auch schon damals für mich früh erkannt, dass Schule gar nicht so viel bringt. Und habe auch dann mein Abi gemacht, aber war nie so, das war nicht so meine Baustelle. Also warst ganz gut trotzdem in der Schule? Nee. Nee, aber so ein 3,7. 3,7er Abi? Mhm. Boah, das ist ja... Ich auch. Das ist ja. Nee, nein, was Quatsch, 3,7. Nee, ich hätte fast, nee, 3,0. 3,0. 3,7 war, nee, 3,0, 3,0. Und dann bin ich zu Porsche. Wie bist du da gelandet? Das war der Vater meiner Ex-Freundin, war der Geschäftsführer von dem Porsche-Zentrum Dortmund. Mhm. Diese Figur ist auch heute meine größte Vaterfigur-Person in meinem Leben. Und der Person habe ich alles zu verdanken. In der Ausbildungszeit bei Porsche, da war alles Chaos. Dann bin ich 18 geworden, dann hat meine Mutter viele Schulden von sich auf mich überschrieben. Also Sachen, die sie gemacht hat, das konnte man irgendwie machen. Dass das ja eigentlich war für den Sohn und wenn der Sohn volljährig wird, dann übergeht das auf ihn. Somit habe ich dann mit 18,5 Berge von Schulden bekommen, die ich zu begleichen hatte, was ich auch getan habe. Wie ging es dir mental? Ich war Depressionen, sein Vater. Ich war in Therapie. Ich habe Antidepressiva genommen bis zum Umfallen. Also sehr viel. Also ich bin immer wieder erstaunt. Ich habe schon durch meine Videos alleine so viele Menschen kennengelernt, ja, die selber irgendwie da gerade drinne stecken, ja, oder vielleicht gerade so die ersten Schritte da raus machen. Aber bei dir kann ich es mir wirklich gerade gar nicht vorstellen. Ja. Wie bist du da rausgekommen? Arbeiten. Leider bis heute geblieben. Aber viele in meinem Umkreis sagen auch, durch die Blume, zu Jean-Pierre, jetzt reicht's langsam. Ah, du übertreibst. Ist gut so, ne? Okay. Ist schon gut so. Und das war auch in der Ausbildung so der Fall, dass ich dann angefangen habe, super extrem Gas zu geben. Und dann war die Depression auch gar nicht mehr so Thema, weil daraus habe ich Selbstbewusstsein auch rausgezogen und auch eine Aufgabe und auch ein Ziel. Ich habe ja so schon wirklich von Grund auf einen riesigen Respekt vor diesem Mann, weil der Sachen aufgebaut hat, weil der Denkweisen über Dinge hat, weil der ist so intelligent, einfach wirklich, das war wirklich, also Jean-Pierre war zu den Zeiten, als ich ihn krass verfolgt habe, wirklich so eine Person, wo ich sage, Alter, so, das ist, wenn ich mir jemanden aussuchen müsste, der so ein Idol ist, jetzt nicht Idol im Sinne von, oh, ich vergötter ihn oder so, sondern wo ich sage, Alter, ich will, der inspiriert mich, ich will mal sein wie er, dann wirklich hätte ich damals gesagt, Jean-Pierre Krämer, der Typ ist wirklich, wo ich sage, ey, da ziehe ich wirklich meinen Hut vorab, so, der hat wirklich einfach alles richtig gemacht. Und dann finde ich es natürlich auch umso krasser, wenn man jetzt sieht, was er so erzählt, weil eben man eine ganz andere Erwartungshaltung hat gegenüber so einem Menschen. Man denkt ja oft so, man sieht so einen erfolgreichen Menschen, ja gut, der war schon immer erfolgreich. Oder man sieht einen, der immer gut gelaunt ist, ja, der war schon immer gut gelaunt. Aber das ist halt nie so. Ich meine, ihr kennt mich ja auch so als Spasti. Ich bin Spasti, ist okay, aber habe ich kein Problem mit. Ich bin Spasti, ich weiß. So, ich mache auch meine Faxen und von mir aus twerk ich auf meinem Bett und mache mich vor der Kamera albern und so. Aber weil es mir halt Spaß macht und ich damit überhaupt kein Problem habe.
wisst ihr, so, ich weiß, ihr feiert es und ich bin halt, das sind halt so Sachen, die ich einfach so mache, ne? Ich bin halt ich, wenn ich stream und meine Videos aufnehme und wie auch immer. Und da sagen dann auch die Leute so, ja, so, ey, ich feier dich und du bist auch immer gut gelaunt und das und ja, bist ein cooler Typ, so. Also ein paar Leute gibt's tatsächlich, die sowas schreiben, ja, ich verstehe sie auch nicht, ne, Chat, also beruhigt euch kurz wieder, ne? Aber es ist halt auch nicht immer so. Weißt du, ich bin ja auch nicht immer so ultra gut gelaunt oder gut gelaunt gewesen. Ich hatte auch Zeiten gehabt, wo ich dachte, ey, so, ich höre mit dem ganzen Scheiß auf. Und das ist, glaube ich, bei ihm nochmal, ich meine, er war halt damals so mit 18, 19. Bei mir war das halt so die Zeit mit 20, so ein bisschen, ne? Da war das so die Zeit mit 20. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal in einem Stream... Hör mal kurz weiter. Ja. Und ich finde in der heutigen Zeit, dieses Streben, man will unbedingt in diese Medienwelt, man will unbedingt dahin, nein. Sag mal, was sind für dich so vielleicht die Schattenseiten, wenn du gerade sagst, ne, alle wollen da rein, ne, eigentlich jeder, der hier gerade zuguckt. Der erste Punkt ist der, du musst wirklich innerlich dafür gemacht sein. Ich bin es nämlich nicht. Oh. Ich bin es absolut nein. Das aber jetzt, du wirkst jetzt, ganz anders. Also wenn du hier sitzt, habe ich ja nicht das Gefühl, dass das jetzt gerade irgendwie Stress gemacht, für dich ist. Gemacht ist ja was anderes als können. Mhm. Dann habe ich einfach gemerkt, habe ich diese Chance bekommen, zum Fernsehen zu kommen. Ich habe einfach gemerkt, okay, ich kann mit diesem Job so viel Geld wie möglich in der kürzesten Zeit verdienen. Habe aber jetzt rausgefunden, dann sitzt du da, hast die finanziellen Möglichkeiten und guckst drauf und denkst so, aber eigentlich machst du damit ja gar nichts. Und dann kommt ein Deal oder eine Möglichkeit. Und wenn du das machst, dann können wir das dazu schieben. Und dann schiebst du das dazu und machst dann so, ja, okay. Ich habe die letzten 30 Mal drauf zu schieben noch nichts von genommen und jetzt mache ich immer noch nichts damit. Und dann kommst du irgendwann an den Punkt, wo du denkst, okay, was machen wir denn jetzt? Und da bin ich gerade. Mit 40 einfach mal wieder so eine kleine Neufindungsphase. Das ist spannend. Voll. Trotzdem bist du dann von Porsche irgendwann auf die Bühne, das hast du gesagt. Du hast irgendwann diesen Step gemacht. Von Porsche habe ich mich selbstständig gemacht dann. Ne? Ja. Mit Sydney zusammen, die Firma Five Star Performance hatten wir. Mhm. Gut 5 Jahre. Ja. Und dann haben wir uns getrennt und dann ist JP Performance schon entstanden, was jetzt halt da ist. Also die Fernsehsendung alleine habe ich, glaube ich, 8 Jahre mitgemacht. Oder so. Boah, krass. Ich habe Fernsehen nie gemocht. Niemals, niemals, niemals. 8 Jahre gemacht. Ja, genau. Und jetzt werden auch alle Redakteure werden jetzt lachen und so, wenn sie sagen, ja, das hat er schon damals immer gesagt. Das war auch wirklich so. Ich bin dem Fernsehen sehr dankbar, weil ohne dem Fernsehen wären halt die weiteren Schritte nicht möglich gewesen, so wie sie sind. Und das ist mir auch glasklar. Das will ich auch nicht zur Seite tun oder sowas. Aber ich mag das nicht. Ja. Okay. Warum? Weil viele Redakteure meiner Meinung nach dem Zuschauer was verkaufen wollen, was nicht die Realität ist, obwohl die Realität da ist und das, was die Realität ist, glaub mir, wollen sie doch auch sehen. Und das daraus entstand ja auch YouTube. Ich habe oft gesagt, ich glaube, die wollen erklärt haben, wie der Motor funktioniert. Nein, das wollen die nicht. Und ich dachte die ersten Jahre, oh, dann wollen die das nicht. Ich glaube, das und das sollten wir zeigen. Nein, 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 das wollen die nicht sehen, Jean-Pierre. Okay, ich glaube schon. Und daraus entstand das ja, dass ich dachte, ja komm, weißt du was, ich mache YouTube und ich zeige euch, dass sie das doch sehen wollen. Der jetzt ist so, wirklich, es klingt jetzt vielleicht dumm, aber so ein Genie einfach. Es ist wirklich, die besten Sachen sind die simpelsten und die liegen einem wirklich direkt vor den Augen. Und das ist es einfach. Das ist auch das Geile, finde ich, an Twitch, das Geile an YouTube, da ist nichts. Lassen wir mal YouTube, okay, ist nochmal was anderes. Ich würde jetzt sagen, ja, da ist nichts gestellt und geschnitten, aber da gibt es genug Kandidaten, die das leider wieder kaputt machen. Na? Aber kein Schwanz schaut mehr Fernsehen heutzutage. Kein Schwanz schaut mehr Fernsehen. Warum wird Streaming immer größer? Warum kommen immer mehr Shows im Streaming-Bereich? So, weil es halt einfach viel, viel transparenter ist, das Ganze. Und auch Streaming, so, warum interessiert es die Leute? Die Leute wollen mehr Einblicke sehen, mehr Einblicke. Und im Fernsehen ist halt diese schnelle Unterhaltung und so. Und er sagt halt so, ey, ja, Motor erklären. Ja, im Fernsehen interessiert es keiner, aber auf YouTube, Digga, du lädst da hoch und da findest du halt genau die Zielgruppe, die du willst. So, und das ist einfach ein ganz einfaches Erfolgskonzept. JP Performance, ein Vielfaches größer als PS Profis jemals war. Plus der Umgang, finde ich,
Fernsehmenschen mit Moderatoren und mit dem Publikum und den Gästen, die dazukommen, ist meiner Meinung nach nicht der Stil, wie es sein sollte. Es ist oftmals von oben herab und auch eine sehr unangenehme Einstellung. Und dafür habe ich mich auch oft geschämt. Und wir hatten auch beim Dreh, hatte ich auch oft Diskussionen, wenn irgendwelche Leute waren, mit denen wir drehten, dann sage ich, kriegt er was? Denn er kriegt dafür nichts. Der hat nicht gefragt. Aber das heißt, der Mann hat Urlaub genommen. Ja, und wir drehen jetzt hier den halben Tag, wir verfahren seinen Sprit und dafür kriegt er gar nichts. Ja, der ist im Fernsehen. So fucking what? Aber wenn du dann die Fernseher wieder zu dir hast, dann sitzen die da ganz stolz bei mir am Konferenztisch. Herr Krämer, wir bieten Ihnen das und das an und dafür kriegen Sie das und das. Dann denke ich mir jetzt mal, okay, danke sehr fürs Angebot, aber das ist für mich nicht interessant, weil ich habe nicht so viel Zeit. Ja, aber wollen Sie nicht ins Fernsehen? Nein. Und dann denken die jedes Mal, ich habe gepokert. Ach so, okay. Die dachten so, jeder will doch ins Fernsehen. Natürlich will er ins Fernsehen. Und ich so, nein, wenn das Angebot gut ist, dann tue ich das. Aber wenn es nicht gut ist, dann tue ich das nicht. Ja, wollen Sie nicht ins Fernsehen? So, nein. Trotzdem ist das ja nicht irgendwie von heute auf morgen gekommen. Du warst vorher im Fernsehen. So Heuchler, ne? Das ist halt auch der Grund, warum Fernsehen immer uninteressanter wird. Das ist das Grund. Und ich hoffe wirklich, dass diese Leute, die eben da die Strippen ziehen, nicht in diesen Streaming-Bereich reinkommen und dann wieder mit Geld. Am Ende läuft halt immer alles über Geld. Wenn dann größere Streamer irgendwann anfangen, Shows zu machen, ich hoffe, dass da alles über deren Leitung funktioniert. Bestes Beispiel, Angelcamp, Horrorcamp. Das ist wirklich der erste Schritt gewesen, dieses Fernsehfeeling in Streaming zu bringen, aber halt um Welten geiler, weil Streamer dahinter stecken und die genau wissen, was wir sehen wollen. Fernsehen, das hast du dann aufgehört, weil du... Die YouTube-Fernsehen liefen auch gleichzeitig mit Zeit. Das, okay, ich hatte es gerade so und verstanden. Die Fernsehleute hatten sich super lustig gemacht über mich dann. Ah, okay, du hast also während dem Fernsehen schon diesen Unmut irgendwie kundgetan und dann gesagt, okay, ich mache das jetzt mal selber auf meine Art. Und da kam Megakritik. Was sagen die dann? Also was sagen Fernsehleute? Hör auf mit dem Quatsch, was soll das? Denn das guckt doch keiner, hat doch keine Zukunft, das ist doch totaler Mist. Und die Quittung habe ich natürlich bekommen. Und natürlich habe ich auch Sorge gehabt, habe mir gedacht, ja, vielleicht haben die wirklich recht, ey. Beim Anfang war das viewtechnisch im Rahmen. Mhm. Und dann war das bei mir aber so, von einem Tag auf den anderen ging es los. Dann hatten wir wirklich so Tage, wo wir am Tag 25.000 Abonnenten bei YouTube bekommen haben. Ich glaube, so viele Leute passen hier ins Kölner Stadion rein, wenn der FC spielt. Ne? Und das ging dann und dann ging das ab. Könnte ich den Knopf drücken und würde nicht die bekannte Person JP sein, würde ich sofort machen. Sie wäre finanziell bei weitem nicht so unabhängig wie jetzt, glasklar, aber das wäre okay. Was ich aber erst jetzt weiß. Warum willst du diesen Knopf drücken wollen? Ich wäre eigentlich gerne Regular Joe und gehe die Straße runter und habe nicht dieses Mann-Mann-Augenkontakt-Feuerwerk-Ding. Jedes Mal, wenn mir ein Typ entgegenkommt, so... Jetzt... Geiler Lösche. Wo es dir gut geht, wo du teilweise, ne, das sind ja auch ganz schnell Summen, ne, das hast du jetzt nicht gesagt, das bringe ich jetzt ins Spiel, das sind auch ganz schnell Summen, die viel höher sind, als du es dir vielleicht mit 18, 19 hättest erträumen können. Dann habe ich immer im Internet geguckt und es gibt Seiten über dich, die meinen zu wissen, was du für Geld hast. Mhm. So, das wird dann einfach mal da ins Internet geblasen, wo ich grundsätzlich immer sehr vorsichtig bin. Mhm. Ist komplett falsch. Ich sag's dir mal, dein Gesamtvermögen, kurz festhalten, anschnallen, ne, wird auf 5,5 bis 8 Millionen Euro geschätzt. Mhm. Oder wird behauptet. Das ist viel mehr. Ist viel mehr. Das ist das neue Glück. Und das habe ich, diesen Clip habe ich irgendwo gesehen. Den hat irgendeiner hochgeladen. Und das, wirklich, dieser Clip hat ihn nochmal wirklich an... Es kommt gerade so vor, als würde ich seinen Schwanz lutschen wollen. Aber das ist einfach... Das ist Ehrlichkeit auf einem ganz anderen Niveau. Und diese Ehrlichkeit kommt so gut rüber, dass bei jedem anderen würde das einfach unsympathisch... Bei jedem anderen würde es einfach unsympathisch rüberkommen. So, ach nee. Aber bei ihm ist es einfach so... Digga, das kam nicht so rüber. Oh, soll ich das jetzt sagen? Soll ich das jetzt sagen, dass ich eigentlich viel mehr verdiene? So, ja, eigentlich sind es ja mehr. So auf die Art. Sondern einfach so, ja, nee, ist mehr. So dieses, man hört diese Ehrlichkeit so krass raus. Man hört diese Ehrlichkeit so krass raus. Und das ist wirklich so ein guter Typ. So ein guter Typ. Hilfe. Ja, natürlich.
Nee, aber das, ich weiß nicht, wie offen du da damit umgehst. Also da haben wir uns in der Firma viel Gedanken drüber gemacht. Ich denke, wir werden da demnächst offener drüber reden, weil ich habe es durch die Leute und dann habe ich so ein bisschen ein Schamgefühl entwickelt, das dann vor denen geheim zu halten. Nee, aber es ist viel mehr als das. Das ist ein Statement. Ja, viel, viel. Also, ein schwieriges Thema. Da habe ich auch nie drüber gesprochen. Ich finde es, ja, du hättest viel mehr. Also nicht, ist nicht mehr. Ist viel mehr. Also viel, viel mehr. Hast du der das jetzt so anspricht? Du hättest auch genauso gut sagen können, nee, möchte ich nicht, nichts zu sagen. Man kann mich alles fragen und du sagst mir 8 Millionen und ich sage, es ist viel mehr. Jetzt ist natürlich die Tür offen für den, der mich haten will, weil jetzt hat er auch noch viel Geld, jetzt muss ich draufschlagen. Und das ist auch für mich okay, wenn man das tut, aber ich kann wirklich ganz fest von mir behaupten, dass all das Geld mich in keiner Faser verändert. Und da verurteile ich auch so ein paar Leute, die groß geworden sind durch das Publikum, dass sie dann auf einmal anfangen, meins. Nein, Digga. Es ist deins auf dem Papier, das stimmt schon. Aber ohne das kommt das nicht. Und vergiss das bitte nicht. Ja, Freunde, das war jetzt das Gespräch. So wahre Worte, mein Gott!